Hier sind wir wieder. Heute machen wir den Gaga-Style, insbesondere Alejandro. Also, den Topcoat hat sie schon abgetragen. Brauchen wir dunkelblau. Sag ich mal was, Plan ist, dass wir am Ende dunkelblaue Nägel haben. An den vier Fingern steht Gaga und gemäß Alejandro Style machen wir noch ein Kreuzchen hin. Und überall ist French drauf. Könnte also mal eine halbe Stunde dauern, wenn ihr das richtig macht. Okay, also erstmal alles blau machen. Und ja, einfach so lange, dass es deckt. Und ihr braucht die Kunert-Schablone M19. Ihr nehmt halt die Größe, die für eure Finger am besten ist. Und den Schaber und den Stempel braucht ihr natürlich auch. Dann noch weißen Lack und Zipretta. Okay. So. Das lasst ihr dann trocknen. Und danach geht's dann mit uns weiter. Schön da. Okay. Der Lack ist jetzt noch gerade trocken und jetzt machen wir mal die French-Nägel. Also, ihr macht das mit den Corner-Schablonen, wie gesagt, M19 und dann pinselt ihr das hier an und streicht den Rest weg. Dann nehmt ihr den Stempel und macht es drauf. Ja, das war jetzt nicht so gut. Hält noch nicht so. Ja. Und wenn ihr dann die French-Spitze gemacht habt, dann geht's weiter mit unserer Gaga-Aufschrift. Und das schreiben wir jetzt so, dass es jemand von außen lesen kann. So, das war jetzt das G. Dann kommt jetzt das A. Und dann eben wieder das G und das A und so weiter. So, macht es so, dass es immer gleich dick ist, der Strich. So, und schon steht da Gaga. Okay, ich glaube, das könnt ihr jetzt lesen. So, ja genau. Und am Daumen macht ihr dann den größten French und ihr macht da ein schönes Kreuz hin. Eben wegen Alejandro. So. Kreuz. Okay. Das war's schon. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal.